Gut, also kommen wir zu unserem Thema, das kommende Elia. Es geht also um diese letzte Prophezeiung im Alten Testament. In meiner Predigerzeit in den letzten Jahren habe ich mich sehr intensiv eigentlich mit diesem Thema beschäftigt. Und diese letzte Prophezeiung hat mich natürlich durch meine ganze Predigerzeit immer wieder sehr interessiert, und ich habe mehrere Predigten darüber gehalten und dann auch eine ganze Studienserie mal, die ich speziell in Linz dann gehalten habe. Ich habe über E-Mail angekündigt, dass wir da ein interessantes Jugendprogramm daraus gestaltet haben, das bis heute auch noch weiter funktioniert. Und es ging um dieses Programm Living Elijah, und ich hoffe, dass die Jugend, die das Programm übernommen hat, dass das auch in diesem rechten Sinne auch weitergeht, und dass wir hier diese Prophezeiung des Propheten Elia auch als Advent, als Adventvolk richtig verstehen können. Tatsache ist, dass nicht nur Adventisten sich mit diesem Thema beschäftigen, sondern dass sich auch andere Christen und auch nicht Christen selbst mit diesem Thema beschäftigen. Auch die Juden, denn das ist ja auch eine Prophezeiung im Alten Testament. Das Judentum hat ein großes Interesse an diesem letzten Buch der Bibel, an dem Propheten Malachi, in dem das ja drinnen steht. Und gerade diese Prophezeiung des Elia wird ja auch im Judentum sehr ernst genommen. Und da gibt es ja auch eine bestimmte Erwartung, wenn dort steht, dass Gott den Propheten Elia senden wird. Jedenfalls auch hier bei diesem Thema eigentlich eine große Verwirrung in den verschiedensten Auslegungen, die man da finden kann, und große Unsicherheit, was ist mit dieser Prophezeiung, mit dieser letzten Prophezeiung in der Bibel im Alten Testament wirklich gemeint. Wir werden uns Zeit nehmen, einige Abende, es wird eine längere Serie sein, und ihr werdet merken, wir werden über dieses Thema durch alle möglichen prophetischen Themen kommen, prophetische Themen, theologische Themen, denn ich persönlich bin der Überzeugung, dass diese Prophezeiung eigentlich mit zur wichtigsten Prophetie im Alten Testament gehört, und dass hinter dieser Prophetie sich eigentlich die größte Dramatik in der ganzen Erlösungsgeschichte, in der Welt- und Heilsgeschichte sich verbirgt. Eine Endzeitprophetie, vor deren Verständnis, von deren Verständnis wesentlich abhängen wird, wie die Welt letztendlich auch in Zukunft weitergehen wird und wie die Welt letztendlich auch enden wird. In diesem Sinne wollen wir Gott bitten, bevor wir in das Thema einsteigen, dass er uns auch wieder begleitet. Und ich darf euch einladen, dass wir zu einem Gebet noch etwas still werden. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns heute Abend hier trotz der kleinen Probleme, die wir hatten, die Möglichkeit gegeben hast, dass wir wieder zusammen sein dürfen, dass wir dein Wort betrachten dürfen, dass wir uns mit einer wichtigen Prophezeiung beschäftigen können, die du vor langer Zeit den Propheten Malachi offenbart hast und mitgeteilt hast. Eine Prophezeiung, die bedeutungsvoll ist für die gesamte Erlösungsgeschichte seit dieser Zeit, wo du sie uns offenbart hast. Und dass sie uns auch in Zukunft in besonderer Weise begleiten wird. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist wieder Gnade schenkst, dass wir alles recht verstehen, was wir miteinander überlegen wollen. Lass uns alle aufmerksam sein können. Hilf, dass wir uns auch gegenseitig bereichern, wenn der eine der andere eine Erklärung hat, ein Licht hat über Einsichten, die wir brauchen gemeinsam. Dann hilf uns, dass wir sie auch miteinander austauschen können und dass wir uns gegenseitig in unserem Thema und in unserem Nachdenken, in unserer Erkenntnis befruchten können.
Führe uns jetzt und halte alles weitere Störende fern. Und wir danken dir für deine Gegenwart, mit der du uns auch geleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, also, worum geht es eigentlich in dieser letzten Prophezeiung des Alten Testamentes? Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir jetzt den Text aufschlagen, der uns jetzt durch diesen Abend und auch durch dann weitere Abende, die wir anschließen wollen, leiten soll. Und zwar Malachi 3, 23 bis 24, also die letzten zwei Verse im Alten Testament, die wir uns hier ansehen wollen. Und da heißt es hier: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Eine eigentlich sehr einfache Aussage, eine einfache Ankündigung, die wir hier haben. Und doch werden wir sehen, liegt in diesem Text so viel drinnen, dass wir hier wirklich einige Stunden darüber verbringen werden können, um diese Prophezeiung in seinem gesamtbiblischen Zusammenhang zu verstehen. Ich habe für mich den Eindruck gewonnen, dass Gott hier in diesen Versen vielleicht das Wichtigste aus dem gesamten alttestamentlichen Prophezeiungen zusammengefasst hat, in zwei Verse gepackt, um damit irgendwo den Plan Gottes zum Abschluss der Welt und auch der Heilsgeschichte zu offenbaren. Für mich hat dieser Text hier, und jeder, der diesen Text näher studieren wird, der wird wissen, dass es hier um ein alttestamentliches Konzept der Wegbereitung des Kommens des Herrn geht. Ein Wegbereiterkonzept ist ein Konzept der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Hier wird nicht gesagt, ob das eine Vorbereitung ist für das erste Kommen oder für das zweite Kommen Jesu. Wenn wir den Text so lesen, dass Gott den Propheten Elia senden wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dann wird hier nicht gesagt, wann, zu welcher Zeit er diesen Propheten Elia senden wird, bevor der große Tag des Herrn kommt. Wird es 2000 Jahre vorher sein, wird es 1000 Jahre vorher sein, 100 Jahre oder nur 10 Jahre, 15 Jahre oder 5 Jahre oder 4 Jahre, das steht hier nicht da. Es steht einfach, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wenn man das so liest, dann hat man eher schon den Eindruck, dass das eine Prophezeiung ist, ein Geschehen sein wird, die Sendung des Elias, das eigentlich unmittelbar vor dem Ende der Welt sein müsste. Denn es steht nicht hier lange bevor der große Tag des Herrn kommt, sondern ehe. Also das ist schon eher eine Ausdrucksweise, die auf die Kürze der Zeit vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn hinweist. Und in diesem Sinne verstehen es auch grundsätzlich alle Ausleger der Bibel, dass es hier nicht um eine Jahrhundertegeschichte geht, vor dem Ende der Welt, sondern eigentlich unmittelbar davor, die in diesem Sinne gedacht war. In diesem Text hat Gott hier vielleicht oder ganz sicher offenbart, was sich vor dem Tag bzw. vor dem Kommen des Herrn abspielen soll. Eine Offenbarung, so könnte man das hier zusammenfassen, des göttlichen Rettungsplanes, nicht nur für die Gemeinde, für das Christentum vielleicht als solches, für Wartende auf die Wiederkunft Jesu vielleicht, wie wir das dann aus dem Neuen Testament erfahren, von der Wiederkunft. Im Alten Testament lesen wir nirgends von einer Wiederkunft des Herrn, sondern immer nur von einem Kommen des Herrn. Und wir haben jetzt hier offensichtlich mit einer Offenbarung des göttlichen Rettungsplanes für
die Welt, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch speziell für die Welt am Ende der Zeit zu tun. Wir wollen uns hier die Frage einmal stellen, was denn konkret aus diesem Text hervorgeht, was die Absicht und das Ziel Gottes ist mit dieser Sendung des Propheten Elia. Das wird eigentlich im Vers 24 mit einem kurzen Satz erklärt. Da heißt es, der soll, dieser Elia, soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Das ist einmal das Erste, was hier steht. Da kann man die Frage stellen, ja, was ist das eigentliche Problem, wenn Gott das Herz der Väter zu den Kindern bekehren und das Herz der Kinder zu den Vätern bekehren soll, dann muss dahinter ein Problem erkennbar werden. Wenn man das so sieht, dann sind viele Ausleger zu dieser Meinung gekommen und zu diesem Gedanke gekommen, dass es sich hier grundsätzlich um einen Generationskonflikt handeln könnte. Väter, die mit ihren Kindern nicht mehr können oder Kinder, die mit ihren Vätern nicht mehr können. Und wenn man die Welt heute anschaut, dann muss man sagen, ist eigentlich sehr treffend. Damit sind vielleicht nicht nur Väter, sondern Eltern mit ihren Kindern gemeint und Kinder mit ihren Eltern. Wenn wir es heute wirklich die Welt anschauen, dann muss man sagen, eine Zeit, wie es sie heute existiert, wo Eltern mit ihren Kindern so viele Probleme haben und Kinder auch mit ihren Eltern solche Probleme haben, dass man sich gegenseitig umbringt und immer mehr sind die Medien voll von Mord und Totschlag in den eigenen Familien, dann muss man sagen, könnte da etwas dran sein, dass es hier tatsächlich so einen Konflikt gibt, dass Gott hier auf diese Situation hier vorausschauend auf das Ende aufmerksam machen wollte. Auch der Apostel Paulus sagte im Neuen Testament, im 1. Timotheusbrief kennen wir diese Prophezeiung, wo er sagt, es wird in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Und da wird ja auch dieses Problem angesprochen, dass der Ungehorsam der Kinder gegenüber den Eltern und natürlich auch die Grausamkeit, die Brutalität und die Gottlosigkeit ganz generell unter den Menschen, die offensichtlich auch zu seinem Generationskonflikt führen kann. Es geht also hier in diesem Text grundsätzlich, dass Gott hier die Absicht hat, Familien zu versöhnen. Das heißt, Menschen, Alte und Junge vielleicht, ja, die Gesellschaft, in der wir leben, besteht ja aus Alten und Jungen. Das bedeutet, die Gesellschaft der Menschheit irgendwo miteinander zu versöhnen. Das könnte man hier aus diesem Text vielleicht grob einmal so herauslesen. Dass das eigentliche Anliegen und das Ziel Gottes ist mit der Sendung des Elia. Die Frage stellt sich für mich, wird das wirklich das eigentliche Problem sein, warum Gott Elia senden möchte? Weil Eltern mit ihren Kindern nicht mehr können oder Kinder mit ihren Eltern? Warum wird hier vordergründig die Bekehrung auf diese beiden Gruppen gezeigt? Bekehrung der Kinder, Bekehrung der Eltern. Wenn wir die Bibel im Gesamten lesen, dann werden wir drauf kommen, dass es eigentlich in der Bibel immer darum geht, dass der Mensch, wenn es um Bekehrung geht, dass er sich in erster Linie zu Gott bekehren sollte. Und wenn wir die Geschichte des Elia uns anschauen, auch des Elia, der schon einmal da war, der ja im Alten Testament gelebt hat, und ich habe ja auch im Vorfeld euch gebeten, dass ihr vielleicht einmal diese Geschichte vom Elia im 1. Könige-Buch euch anschaut, die Zusammenhänge, die Geschichte davor, die Geschichte zu seiner Zeit und vielleicht noch etwas darüber hinaus, dann werdet ihr sicher gemerkt haben, wenn man dort im 1. Buch Könige liest, dass das größte Problem, dem Elia damals gegenübergestanden hat, dass das das Problem der Bekehrung oder der Abkehr des Volkes Gottes von Gott war.
Das heißt, da ist nicht so sehr die Rede von Eltern und Kindern, die ein Problem haben, sondern der Elia taucht dort in einer Zeit auf und taucht dort in einer Geschichte auf, in einer historischen Zeit, wo da nicht die Welt so sehr das Problem hatte, sondern wo eigentlich das Volk Gottes das Problem hatte. Elia war damals eigentlich kein Problem, der in erster Linie an die Heiden, zu den Heiden gesandt wurde, zu den umliegenden Völkern in Israel, sondern zum Volke Gottes, weil gerade das Volk Gottes sich von Gott abgekehrt hat und den Baal und den Astarten und den Ascheren und allen möglichen Göttern gedient hat. Das war ja eigentlich das Typische in dieser Elia-Geschichte im Alten Testament. Und ihr kennt diese Geschichte, wir werden sie dann im Laufe unseres Studiums dann in späteren Themen, werden wir das eine oder andere uns näher anschauen, wo der Elia das Volk hinaufruft, auf den Berg Karmel angeführt oder den Auftrag dazu, den er von Gott bekommen hat, das Volk dort oben auf dem Berg zu versammeln und dann ihnen die Entscheidung vorzulegen. Wem wollt ihr anbeten? Ist Baal Gott, dann betet ihm an, und ist der Herr Gott, dann betet ihn an. Und das war eigentlich die Arbeit oder die Aufgabe des Propheten Elia, damals in alttestamentlicher Zeit. Ein Prophet, der besonders zum Volke Gottes gesandt wurde und nicht in erster Linie in die Welt. So war es damals zur Zeit Israels. Nun haben wir aber hier den Text, den wir hier gelesen haben, der eher den Eindruck erweckt oder der überhaupt gar nicht so sehr den Eindruck erweckt, dass es hier um eine Bekehrung nur des Volkes Gottes gehen sollte. Ja? Natürlich, wir wissen, dass das Volk Gottes auch am Ende der Zeit Probleme durchmachen wird. Und dass auch die Gemeinde Gottes großen Abfallsbewegungen ausgesetzt sein wird und in Gefahr sein wird, auch abzufallen. Da gibt es viele Prophezeiungen, die wir auch im Laufe unserer Thematik uns dann ansehen werden, dass diese Geschichte Israels, die sich damals abgespielt hat, wo das auserwählte Volk nicht mehr wusste, wie ihr Glaube richtig sein sollte, wo sie durch diesen Propheten Elia aufgerufen worden sind, wieder sich auf die richtige Seite zu stellen. Aber wenn wir diese Aussage hier lesen, dann hat man nicht den Eindruck, dass sich dieses Werk des Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, zu sehr auf die Gemeinde konzentriert, sondern vielmehr auf die ganze Welt. Denn wenn dann beschrieben wird, er soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage, dann haben wir hier einen Hinweis, dass Gott das Anliegen hier viel weiter geht oder weit über die Gemeinde hinausgeht, sondern das ganze Erdreich. Das ganze Erdreich ist bedroht. Dem Erdreich droht, dass Gott es mit dem Bann schlägt. Und das ist eine Ausdrucksweise der Bibel, die quer durch das Alte Testament besonders zu finden ist. Das mit dem Bann schlagen. Und es ist auch ein Ausdruck, der beim Lesen der Bibel für ungeübte Leser und für ungewohnte Bibelleser eigentlich ein großes Problem darstellt. Was meint das eigentlich, wenn etwas oder wenn von Gott etwas in den Bann geschlagen wird? Und ich habe mir gedacht, dass wir uns vielleicht diesen Gedanken heute etwas anschauen. Denn wenn wir wissen wollen, was das bedeutet, dass Gott hier etwas unternehmen möchte, damit er das Erdreich nicht mit dem Bann schlagen muss, dann ist er das etwas sehr Wichtiges. Das hat dann mit der Frage zu tun, wie ist es möglich, was kann das Erdreich tun, damit es Gott nicht mit dem Bann schlägt. Und dann muss man natürlich auch wissen, ja, was heißt denn das, mit dem Bann geschlagen zu werden. Und da wollen wir uns einige Texte anschauen, und zwar aus dem Alten Testament. Das erste Mal, wo wir diesen Text oder wo wir diesen Gedanken finden,
dass etwas mit dem Bann geschlagen wird, das finden wir in 2. Mose Kapitel 22, Vers 19. Für geübte alttestamentliche Bibelleser, die können natürlich damit schon etwas anfangen, mit dem Bann geschlagen zu werden. Aber schauen wir uns einmal einige Texte heute Abend an, wo davon die Rede ist und was für ein Problem dahinter steckt. Um das geht es hier. Und zwar 2. Mose 22, Vers 19, nur ein Text, der hier herausgenommen ist aus einer Vielfalt von verschiedenen Gesetzen, die Gott gegeben hat, dem Volk Israel, damit es weiß, wie es zu leben hat. Da heißt es im Vers 19, wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Und da steht jetzt hier nicht näher beschrieben, was das heißt, dem Bann zu verfallen. Aber es steht hier, das erste Mal, wo von einem Bann die Rede ist, steht das im Zusammenhang mit Götzendienst. Wir haben in unserer früheren Serie uns da einige Themen näher angeschaut, wie sehr Gott gegen den Götzendienst in Israel und gegen den Götzendienst in dieser Welt geeifert hat. Da war damals ein Thema, das wir uns angeschaut haben, wo Gott sagt, er ist ein eifernder Gott, er will nicht, dass Menschen andere Götter anbeten. Und hier kommt diese Ankündigung, wenn wer das tut, der soll dem Bann verfallen. Was ist damit gemeint? 5. Mose 7, schlagen wir einen Text auf, da geht es um eine konkrete Beschreibung, was das bedeutet. Und zwar 5. Mose 7, Vers 1 und 2 wollen wir uns einmal anschauen. Und da sagt Gott, wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hebiter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Den Bann vollstrecken heißt also, einem Volk gegenüber keine Gnade mehr erweisen. Das Volk zu vernichten. Und das sind ja diese tragischen Aufforderungen, denen wir gegenüberstehen im Alten Testament, wo Gott hier diesen Auftrag gibt, den Bann zu vollstrecken. Und jetzt haben wir aber dort diese Weissagung des Elia am Ende des Alten Testamentes, in dem so viel von diesem Bann drinnen steht, und wo Gott dann sagt, dass er den Propheten Elia senden möchte, um das Erdreich vor diesem Bann zu bewahren. Das heißt, das, was hier damals 7 Völker erleben sollten durch das Volk Israel, das sollte letztendlich die ganze Welt erleben, dass in den Bann geschlagen wird oder eben, dass sie davon bewahrt bleibt, dass das nicht passiert. Schauen wir in 5. Mose 13, da gibt es auch eine Stelle, in der ein ganz ausdrückliches Gebot existiert, wo es nicht nur darum geht, dass fremde Völker in den Bann geschlagen werden sollten oder dass sie vernichtet werden sollten, was dann ja zum Teil also ganz systematisch gemacht worden ist. Also es bedeutet eine Ausrottung dieser Völker. Und wir haben aber Texte in der Bibel, wo Gott das nicht nur angekündigt hat, dass es gottlose Völker, die also Götzendienst betrieben haben, die völlig andere Wege gegangen sind und den wahren Gott nicht mehr anerkennen wollten, sondern Israel selbst hat hier ganz deutliche Warnungen bekommen von Gott, um nicht in den Bann geschlagen zu werden oder mit dem Bann geschlagen zu werden. Und da gab es zum Beispiel ein Gesetz, das ist sehr bemerkenswert hier in diesem 5. Buch Mose in Kapitel 13. Da heißt es ab Vers 13, also kann man sich gut merken,
Wenn du von irgendeiner Stadt, die der Herr dein Gott gegeben hat, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, darin zu wohnen sagen hörst, wenn du in dieser Stadt sagen hörst, es sind etliche heillose Leute aufgetreten aus deiner Mitte und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht kennt. So sollst du gründlich suchen, forschen und fragen. Und wenn sich findet, dass es gewiss ist, dass solch ein Gräuel unter euch geschehen ist, so sollst du die Bürger dieser Stadt erschlagen mit der Schärfe des Schwertes und an ihr den Bann vollstrecken, an allem, was darinnen ist, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwertes. Und alles, was in ihr erbeutet wird, sollst du sammeln, mitten auf den Marktplatz und mit Feuer verbrennen. Die Stadt und alle ihre Beute als ein Ganzopfer für den Herrn, deinen Gott, dass sie in Trümmer liege für immer und nie wieder erbaut werde. Also eine sehr radikale Ankündigung einer Strafe, die hier angekündigt wird für israelitische Städte, in denen Götzendienst betrieben wird, in denen irgendwelche Leute auftreten und das Volk verführen, Götzendienst zu betreiben. Dann sollte das Gericht hier durchgeführt werden. Und wenn ihr die Geschichte des Alten Testament kennt, dann wisst ihr, dass wir nicht eine einzige Geschichte im Alten Testament haben, wo jemals so etwas gemacht worden ist, wo Israeliten eine eigene Stadt unter ihren Brüdern irgendwo so systematisch ausgerottet haben, weil sie darin einen Götzendienst betrieben haben. Tatsache ist aber, dass es in den Zeiten Israels nach dem Auszug aus Ägypten, in der Zeit der Könige und der Propheten, wissen wir, dass eigentlich mehr Götzendienst in diesen Städten betrieben worden und ist über das ganze Land, in allen Ortschaften, als man die wahre Anbetung dort geübt hat. Und gerade die Geschichte von Elia ist ein Beweis dafür, wie weit das Volk weg war von der wahren Anbetung Gottes und vom wahren Glauben an Gott. Und eigentlich hätten die Wächter in Israel, die Verantwortlichen in Israel, dieses Gesetz anwenden müssen in jeder Stadt, wo ein solcher Götzendienst betrieben worden ist und wo Leute sich verführen haben lassen und solche Städte zum Götzendienst verführt haben. Also sehr bemerkenswert, dass das eigentlich nie dazu gekommen ist. Aber die Folge davon war, dass eben der Götzendienst das Land erfasst hat, mehr und mehr, und letztendlich in letzter Konsequenz das ganze Land mehr oder weniger mit dem Bann geschlagen worden ist, wenn wir denken an die babylonische Gefangenschaft dann und später dann an die zweite Zerstörung Jerusalems und die Wegführung der Juden. Also eine Tragegeschichte, die dann trotzdem gekommen ist. Dann haben es eben nicht die eigenen Leute gemacht, sondern da kamen Heiden, die das gemacht haben. Heidnische Völker, die Israel immer wieder gerichtet haben, weil man nicht solche Maßnahmen ergriffen hat, um abzuschrecken vor dem, was da getan worden ist. Lesen wir noch weiter hier im Vers 18, da steht hier, und lass nichts von dem, was dem Bann verfallen ist, an deiner Hand kleben, auf dass der Herr von seinem grimmigen Zorn abgewendet werde und gebe dir Barmherzigkeit und erbarme sich deiner und mehre dich, wie er deinen Vätern geschworen hat. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und alle seine Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was recht ist vor den Augen des Herrn deines Gottes. Das heißt hier ein ganz strenges Gesetz, das im Zusammenhang mit dem Bannschlagen innerhalb der Grenzen Israels hier offenbart ist und gegeben worden ist. Und wir wissen, wie das Volk Israel damit umgegangen ist und was ihnen dann letztendlich auch zum Verhängnis geworden ist. Also da bekommen wir etwas eine Idee, was es heißt, mit dem Bann geschlagen zu werden. Wir haben dann eine ganz praktische Geschichte. Das waren jetzt hier nur Ankündigungen, ja, die wir hier haben.
Eine ganz praktische Geschichte haben wir in Josua Kapitel 6. Da in Bezug auf die erste Stadt, die die Israeliten nach der babylonischen Gefangenschaft, nach der ägyptischen Sklaverei, wo sie dann in das Land Kanaan hineingegangen sind und die Stadt Jericho eingenommen haben. Da lesen wir in Josua Kapitel 6, Vers 17. Wo der Befehl gegeben worden ist, diese Rahab, die den Kundschaftern die Herberge gegeben hat, da steht hier, aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Ja? Dem Bann des Herrn, das ist auch ein interessanter Ausdruck. Nur die Hure Harab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Also da hat Gott einen besonderen Auftrag gegeben, dass eine Frau in dieser Stadt nicht dem Bann verfallen soll, aber alles andere soll geschehen. Und dann steht, wenn wir diese Geschichte dann weiterlesen, da heißt es im Vers ab Vers 20, wenn wir weiterlesen, aber alles Silber und Gold samt den Kupfern und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen, das ist diese Geschichte mit der Posaunenumrundung, und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei, da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf und jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Also es sollte sich niemand auch an den Reichtümern dieser Stadt bereichern. Bekannte Geschichte, die man schon oft gehört hat. Und wenn Bibelleser, die die Bibel nicht gewohnt sind, darüber zu lesen, dann haben sie natürlich ein großes Problem. Wie kann so etwas nur passieren? Aber wir haben hier ein ganz konkretes Beispiel, und da gibt es viele Beispiele im Alten Testament, die noch weitergehen und immer wieder neue Beispiele zeigen, wo so etwas gemacht worden ist. Aber was jetzt wichtig ist, das ist, dass das, was dort beim Propheten Malachi steht, dass bevor Gott das Erdreich mit dem Bann schlagen würde, lässt er die Welt warnen. Am Ende wird es hier, wie in dieser Geschichte, in dieser Prophezeiung geschildert, durch den Propheten Elia geschehen, den er senden wird. Was immer das dann bedeutet, das wird dann Teil unseres Studiums sein, herauszufinden, wie wird denn Gott am Ende der Zeit diese Prophezeiung des Propheten Elia, der Sendung des Elias, erfüllen? Was ist damit gemeint? Wie soll das geschehen? Aber grundsätzlich haben wir hier die Warnung, und das habt ihr auch hier, die Beispiele, die wir hier gelesen haben, sind alles Beispiele, die zeigen, dort, wo der Bann vollstreckt wird, wurde zuerst gewarnt. Auch Jericho, wenn wir die Geschichte in Zusammenhang richtig verstehen, dann werden wir wissen, Jericho hat genügend Möglichkeiten gehabt, gewarnt zu sein vor dem Angriff der Israeliten. Und wir haben hier die Gebote, die Gott gegeben hat, wo der Bann vollstreckt wird, immer in einem Zusammenhang, dass vorher gewarnt wird. Das heißt, grundsätzlich hat Gott nie ungewarnt einen Bann vollstrecken lassen. Das ist ein Prinzip, das wir, auch wenn es nicht überall so klar in den Geschichten verankert ist, aber wenn wir im Hintergrund die Geschichten studieren, dann werden wir merken, alle diese Völker, wo das geschehen ist, haben Möglichkeiten gehabt, den wahren Gott kennenzulernen und sich und umzukehren. Kein Mensch, auch am Ende der Zeit, wenn wir zu dieser Prophezeiung des Elia kommen, wenn es um das Ende der Zeit geht, kein Mensch müsste also am Ende der Zeit unter das Gericht Gottes fallen, überhaupt fallen. Und da stellt sich die Frage, wäre das prinzipiell möglich? Wenn wir den Text in Malachi richtig lesen,
dann sollte uns von dort her tatsächlich bewusst sein, dass Gott alles tun würde, damit kein Mensch am Ende dieser Zeit unter den Bann geschlagen wird oder mit dem Bann geschlagen wird. Denn dazu solle der Prophet Elia gesandt werden, damit die Welt davor bewahrt wird. Das klingt fast wie unglaublich. Wäre es theoretisch wirklich möglich, dass am Ende kein Mensch umkommen müsste? Oder überhaupt Menschen umkommen müssen, seitdem die Sünde in dieser Welt ist? Ich möchte euch einladen, einen Text aus dem Propheten Hesekiel zu lesen. Hesekiel Kapitel 33, ja, ein sehr interessantes Kapitel über das Wächteramt des Propheten. Und das ganze Kapitel ist ein sehr eine interessante Beschreibung, was Gott tut, um Menschen zu retten, wo immer er Menschen retten möchte. Und da hat er hier in Israel den Auftrag an den Propheten Hesekiel gegeben, lesen wir ab Vers 10, von Vers 10 und 11, eine bekannte Stelle. Und nun, du Menschenkind, sage dem Hause Israel, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Und da schwört hier Gott praktisch auf eine Aussage, für die er sich hier mit diesem Schwur, so wahr ich lebe, verbürgen möchte. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Da geht es hier um eine ganz konkrete Warnung an das Volk Israel immer wieder. Und das Volk Israel hat ja ist oft genug sehr weit von Gott weggegangen und hätte schon längst manchmal das Gericht verdient. Und trotzdem, bis zum letzten Ende, hat Gott immer wieder Propheten zu ihnen gesandt und hat versucht, sie zu warnen. Und hier sagt, verbürgt sich Gott selbst, so wahr ich lebe, ich habe keinen Gefallen, ich möchte nicht, dass ein Mensch nur stirbt. Ich habe keinen Gefallen am Tode eines Gottlosen oder des Gottlosen, das bedeutet eines jeden Gottlosen. Da stellt sich die Frage, oder wenn Gott Liebe ist, oder wir können das einfach grundsätzlich davon ausgehen, wenn Gott wirklich ein Gott der Liebe, ein Gott der Gerechtigkeit, ein Gott der Barmherzigkeit ist, wie er sich ja in der Bibel immer wieder darstellt, dann sollte es eigentlich grundsätzlich klar sein und absolut glaubhaft sein, dass Gott seit dem Sündenfall in dieser Welt eigentlich nicht wollte, dass nur ein Mensch letztendlich für die Ewigkeit verloren geht. Und wenn Gott nicht möchte, wenn er keinen Gefallen hat am Tode des Gottlosen, dann wird er wohl auch alles tun, was in seiner Macht steht und was zur Rettung der Menschen möglich ist. Wir haben einen zweiten Text im Neuen Testament, der ebenfalls sehr bekannt ist und der ebenfalls davon spricht, dass Gott nicht möchte, dass irgendein Mensch verloren geht. Und zwar in 2. Petrus Kapitel 3, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9, wo der Apostel Petrus eben auch von der Zeit des Kommens des Herrn spricht. Und wo er von dieser Zeit der Verzögerung spricht, wo man den Eindruck hat, ja, warum kommt er nicht schon längst, warum ist dieser Tag des Herrn, auf den man ja schon im Alten Testament sehnsüchtig gewartet hat, noch immer nicht da. Und hier steht im Kapitel 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch. Und jetzt achtet, steht ausdrücklich hier, er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre.
Also das entspricht genau dem Text, den wir in Hesekiel gelesen haben. Eine ähnliche Aussage, wo Gott sagt, er hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Und hier, er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Und wir können eigentlich von nichts anderem ausgehen, als dass Gott jeden Menschen retten möchte, trotz des Sündenfalls, der vor tausenden von Jahren im Himmel stattgefunden hat und sich auf dieser Erde fortgesetzt hat. Und wir können auch davon ausgehen, dass Gott trotz des Sündenfalls auch nicht wollte, dass irgendein Engel verloren geht. Und trotzdem werden viele von ihnen verloren gehen. Wie wir wissen, ein dritter Teil der Engel hat sich eben nicht mehr bereitwillig zur Umkehr entschieden. Und so wird letztendlich auch an ihnen am Ende der Zeit der Bann vollstreckt werden, obwohl Gott alles sicherlich getan hat, um auch sie irgendwo zurückzugewinnen und zu retten. Von Jesus wissen wir, dass er in diese Welt gekommen ist und er hatte ein Ziel. Und das war, Menschen zu retten. Und in Johannes, in dieser Geschichte von Nikodemus, lesen wir, wie Jesus dem Nikodemus hier in einer Rede ganz klar gemacht hat, wozu er letztendlich auch in diese Welt gekommen ist. Im Kapitel 3, Vers 17, Johannes 3, Vers 17, da lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in diese Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also dieser Rettungsgedanke, der zieht sich eigentlich durch die ganze Heilige Schrift. Von Anfang an hat Gott zur Rettung der Menschen gewirkt. Als Adam seine Sünde begangen hat im Paradies, schon war Gott dort und hat ihm versucht, einen Weg zurückzuzeigen, wie er sich wieder mit Gott versöhnen kann. Und ab dem Zeitpunkt hat Gott immer sein Werk geführt durch alle möglichen Mittel. Er wollte nicht, dass nur irgendein Mensch verloren geht, trotz des Sündenfalls, der in dieser Welt stattgefunden hat. Niemals kann es an Gott liegen, wenn dann aber am Ende trotzdem viele Menschen, mehr Menschen verloren sein werden, als gerettet sein werden. Denn das können wir aus den Prophezeiungen der Bibel, des Alten und des Neuen Testamentes leider auch erkennen. Aber das ist nie die Absicht Gottes gewesen. Es war immer seinem Willen entgegen. Und wenn dem so ist, dass Gott immer eigentlich alle Menschen retten wollte, dann muss er auch, dann können wir davon ausgehen, dass Gott dann auch etwas tun muss in dieser Welt, damit diese Menschen zur Rettung kommen. Und da gibt es auch einen Text, den wir hier aus dem Neuen Testament lesen, in 1. Timotheus, Kapitel 2, 1. Timotheus Kapitel 2, ein Text, der auch wieder sagt, was Gott will, was für alle Menschen geschieht. 1. Mose 2, Vers 3 und 4, da heißt es, solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen wird. Also Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist sein Wille, das ist sein Ziel, das ist seine Absicht und nichts anderes. Und wenn dann Menschen trotzdem verloren gehen und sich nicht helfen oder ihnen nicht geholfen wurde, dann nur deshalb, weil sie sich offensichtlich auf irgendeine Weise von Gott nicht helfen lassen haben. Und wie er ihnen hilft, der sagt hier, er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, sich von Gott helfen lassen bedeutet, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist offensichtlich auch ein Anliegen, das durch die ganze Geschichte seit dem Sündenfall in dieser Welt Gott gehabt hat. Dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum ist das so wichtig? Das kann man nur deshalb verstehen, weil wir auf der einen Seite Lüge haben und einen Vater der Lüge und einen Vater der Wahrheit haben. Und der Vater der Wahrheit will eben, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie von diesem Vater der Lüge wegkommen und sich für Gott entscheiden. Und die Frage stellt sich auch, wenn wir im Zusammenhang mit der Menschwerdung Jesu nachdenken, wir erinnern uns an diese Aussage, die Jesus bei Pilatus gemacht hat, kurz vor seinem Tod, da sagt er sogar selbst, dass er zum Zeugnis für diese Wahrheit in diese Welt gekommen ist.
So wichtig war in Wahrheit, dass er selbst den Himmel verlassen hat und in eine schmutzige, in eine furchtbare Welt gekommen ist, wo er wusste, was ihn für ein Schicksal erleiden würde. Aber weil es ihm so wichtig war, die Wahrheit dieser Welt zu bringen, kam er selbst hinein und ließ sich für diese Wahrheit sogar an das Kreuz nageln und unter Hohn und Spott von Menschen verwerfen. Jesus kam zum Zeugnis in diese Wahrheit, für diese Wahrheit. Da stellt sich jetzt die Frage, wenn am Ende Gott die Welt nicht mit dem Bann schlagen möchte und er den Propheten Elia sendet, heißt das dann, dass am Ende allen Menschen geholfen wird, weil sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen werden? Und somit auch eine Chance, natürlich, wenn der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dann wird er natürlich auch durch die Wahrheit erkennen, wo er verkehrt liegt und Buße tun und sich bekehren. Und das ist ja auch das Anliegen, das letztendlich Elia haben wird. Schauen wir uns eine Prophezeiung an im Alten Testament, die von dieser globalen Erkenntnis der Wahrheit spricht. Und zwar im Propheten Habakuk. Habakuk, ein kleiner Prophet unter den kleinen Propheten im Alten Testament. Und da gibt es eine sehr interessante Prophezeiung in Bezug auf das, auf die Erkenntnis der Wahrheit in dieser Welt. Eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Und zwar in der Habakuk Kapitel 2. Und vielleicht lesen wir hier ab Vers 13. Da steht: Wird's nicht so vom Herrn Zebaoth geschehen, woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein? In meiner Bibel steht hier ein Fragezeichen. Muss das wirklich alles verloren sein, worum sich die Leute abgemüht haben? Im Vers 14 verstehen wir, warum das mit einem Fragezeichen versehen ist. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Da hat Gott für eine Zeit vorausgesagt, wo die Erde voll sein wird von der Erkenntnis des Herrn, so wie Wasser das Meer bedeckt, so voll wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn sein. Und wenn das so ist, dann müssten sich eigentlich die Völker nicht umsonst abgemüht haben, dann müsste kein Volk mit dem Bann geschlagen werden. Dann müsste es eigentlich keine Vernichtung für diese Welt geben, wenn die ganze Erde voll der Erkenntnis des Herrn ist. Und wenn ihr diesen Text lest, da steht nirgends, dass das nicht sein würde, sondern das liest sich wie eine absolute Prophetie. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Also eine Prophezeiung, wo man sagen kann, könnte das vielleicht die Situation am Ende der Zeit sein, wenn Gott den Propheten Elia senden wird? Wird sich das buchstäblich erfüllen? Oder haben wir es hier mit einem Ziel zu tun, mit einer Absicht, die Gott hat, zu tun, die aber ihre Erfüllung nicht finden wird, obwohl sie hier als eine wie eine unbedingte Prophetie beschrieben wird. Wie schön wäre es, wenn es irgendwo einmal eine Zeit geben würde, wo die Erde voll der Erkenntnis des Herrn sein würde. Was wissen wir am Ende der Zeit, was Gott tun wird, damit die Möglichkeit, dass die Erde voll Erkenntnis des Herrn sein könnte, was er tun wird? In Matthäus Kapitel 24 kennen wir diese Aussage ab Vers 14, Matthäus 24, Vers 14. Da heißt es: Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Da haben wir auch eine Aussage, die zeigt, dass Gott etwas tun wird, dass alle Völker eine Erkenntnis haben werden, und das ist hier offensichtlich die Rede davon, dass sie das Evangelium in der ganzen Welt hören werden.
Und die Frage stellt sich, wer wird vor dem Kommen Jesu das Evangelium in der ganzen Welt predigen, bevor das Ende kommt? Und da schauen wir uns in der Geschichte der Vergangenheit um und dann werden wir die Frage stellen, wer hat denn in der Geschichte der Vergangenheit gepredigt? Und wer wird am Ende der Zeit das tun? Nach Malachi 3,23, wenn wir zu unserem Ausgangstext zurückkehren, nach Malachi 3,23 wird Gott den Propheten Elia senden. Eine ganz bestimmte Person also, die hier mit diesem Namen Elia genannt wird, der soll am Ende das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern. Und wir haben gesagt, eigentlich ist das ein Bild, das die Absicht Gottes zum Ausdruck bringt, dass die ganze Welt eine bestimmte Botschaft hören soll und gewarnt werden soll, damit Gott diese Welt nicht mit dem Bann schlagen muss. Wenn wir jetzt vorhin den Text gelesen haben in Habakuk, die Welt wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, heißt das dann, dass diese ganze Welt sich dann zum Herrn bekehren wird, aufgrund dieser Erkenntnis, die dann vielleicht da sein wird? Welchen Erfolg wird der Prophet Elia haben, wenn er kommen wird? Hier steht nicht in diesem Text, er wird das Herz der Väter bekehren. Also es kommt darauf an, dann auch, welche Übersetzung man hat. Es gibt Übersetzungen, die das so beschreiben, er wird das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und umgekehrt. Und dann hier in meiner Übersetzung heißt, er soll. Was ist gemeint? Wenn wird das sein, wird die Welt bekehrt sein, wenn dieser Prophet Elia kommt, wird es ihm gelingen, die Welt zu bekehren? Da gibt es andere Prophezeiungen, die zeigen, dass es leider nicht der Fall sein wird. Wenn wir allein die Prophezeiungen im Neuen Testament, wenn wir Jesus einfach fragen, und Jesus musste ja diese Prophezeiungen im Alten Testament auch gekannt haben, er hat ja diese Prophetie von Elia gekannt, wir werden das nächste Mal sehen, wie Jesus auf diesen Elia Bezug nimmt und wie er diese Prophezeiung dann verstanden hat, und dann werden wir sehen, in welchen Zusammenhängen hier dieser Prophet Elia zu verstehen ist. Matthäus 24, da hat Jesus ab Vers 37 die Zeit vor seinem Kommen. Und das ist die Zeit, wo der Prophet Elia dann eigentlich, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird, irgendwo auftreten müsste. Und gerade in dieser Zeit sagt dann Jesus, trotzdem, dass dieser Elia auftritt, im Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah in die Arche hineinging. Also wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sagen, ist die Bibel nicht voller Widersprüche? Auf der einen Seite sendet er den Propheten Elia, dass er die Herzen bekehrt der Menschen, damit Gott die Erde nicht mit dem Bann schlagen muss. Und gleichzeitig sagt dann Jesus über die Zeit, die Zeit wird sein wie damals in der Zeit der Sintflut. Ist das nicht tragisch? Da stellt sich für mich die Frage, wird Gott also trotz der Sendung des Propheten Elia, der bewirken sollte, dass die Menschheit auch am Ende der Zeit vor diesem Gericht bewahrt bleibt, wird Gott dann trotzdem die Welt mit dem Bann schlagen? Wird das Werk des Elia letztendlich scheitern? Das ist eine Frage, die aus diesem Zusammenhang absolut uns nahegelegt wird. Und offensichtlich, wenn das stimmt, was Jesus hier gesagt hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass
das eigentliche Anliegen, das grundsätzliche Anliegen, das Gott mit der Sendung des Propheten Elia am Ende der Zeit hat, letztendlich scheitern wird. Woran könnte das liegen? Wird die Welt den Elia am Ende der Zeit ablehnen, wie damals Israel es tat? Und wir werden auch in unserem weiteren Thema, wenn wir das weiter betrachten werden, werden wir uns diese Geschichte anschauen. Die Bibel ist geschrieben worden, damit das Volk Gottes aus der Vergangenheit lernt, aber damit auch die Welt lernt. Und das Volk Gottes hat ja von Gott einen Auftrag, die Welt, der Welt etwas verständlich zu machen und die Welt auch darauf aufmerksam zu machen, was sich in der Vergangenheit abgespielt hat und was sich in Zukunft abspielen wird. Wo Gott wirkt und wo aber auch der Gegenspieler Gottes am Wirken ist. Könnte sein, eine andere Möglichkeit wäre, mir so der Gedanke gekommen, es gab ja im Alten Testament nicht nur das Problem bei den Menschen, die die Propheten abgelehnt haben, sondern wir haben auch Beispiele, wo Propheten ihren Auftrag nicht richtig erfüllt haben. Könnte es sein, dass am Ende der Zeit der Prophet Elia vielleicht seinen Auftrag nicht erfüllt, wer immer dann dieser Prophet Elia sein mag. Ich denke, da irgendwo ist mir da sind zwei Namen eingefallen. Der Prophet Jona, der hatte von Gott auch einen Auftrag bekommen. Er soll nach Ninive gehen und soll dort in die Stadt predigen. Und er nimmt der Prophet, obwohl er ein göttlich beauftragter Prophet war, hat diesen Auftrag nicht angenommen. Zunächst einmal ist er davongelaufen und durch ein Wunder hat ihn Gott dann wieder zurückgeführt. Und dann ist er dort doch trotzdem irgendwo dann nach Ninive gegangen, hat sein Evangelium dort verkündigt, aber hat gewartet, bis Gott jetzt wirklich diese Stadt mit dem Bann schlägt und das Gericht über diese Stadt kommt. Also eine sehr bemerkenswerte Geschichte, wo ein Prophet mit einem Auftrag Gottes ihn doch nicht durchgeführt hat. Oder Bileam, nicht? Ein Prophet, von dem man auch gesehen hat, obwohl er Gott gekannte und auch von Gott einen Auftrag hatte, Israel nicht zu fluchen, sondern zu segnen, und obwohl er das zeitweise dann getan hat, aber dann trotzdem wieder abgefallen ist, also ist es auch möglich, dass Propheten, die Gott beauftragt hat, mit einer Botschaft, mit einer besonderen Warnungsbotschaft zu gehen, dass sie ihren Auftrag nicht richtig erfüllen. Könnte das ein Grund sein, warum am Ende vielleicht ein großes Gericht geschieht und die Welt vor dem Bann nicht bewahrt bleibt, vor dem Gott es bewahren möchte? Mit welcher Art Prophezeiung haben wir es also bei dieser letzten Prophezeiung im Alten Testament zu tun? Haben wir es hier mit einer bedingten Prophetie oder einer unbedingten Prophetie zu tun? Oder gibt es eine Mischung? Ich denke, dass wir den ersten Teil dieser Prophezeiung, wo es heißt, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia. Euch, wer ist mit euch gemeint? Wenn man das Alte Testament liest, würde man meinen, ja, könnte dann mit die Gemeinde gemeint sein, das Volk Israel. Aus alttestamentlicher Sicht würde man hier meinen, Gott will diesen Propheten zum Volk senden. Aber wenn wir auf den zweiten Text lesen, dann merken wir wieder, es kann nicht nur das Volk sein, denn Gott will ja die ganze Erde vor dem Bann bewahren, vor dem Gericht bewahren. Also muss es doch ein Prophet sein, eine Verkündigung sein, ein Werk sein, das für die ganze Welt geschieht und nicht nur für die Gemeinde. Die Frage, die wir uns stellen werden, auch das nächste Mal und in den weiteren Themen, braucht die Gemeinde auch einen Propheten Elia, oder ist der Prophet Elia von Gott nur gedacht, dass er für die Welt eine Botschaft bringt und die Bekehrung in der Welt bewirkt oder verkündigt und sie notwendig ist, aber nicht im Volke Gottes? All das sind Fragen, mit denen wir uns weiter beschäftigen wollten. Ja? Wir haben ja im Alten Testament viele Texte,
wo wir sehen, dass das Volk Israel einen Auftrag hatte, das Evangelium zu verkündigen und es nicht tat. Und dann wurden die Propheten gesandt. Wird es am Ende auch so sein? Wird es also letztlich doch einen großen und schrecklichen Tag geben, der für die meisten Menschen trotz der Sendung des Elias, trotz des Bemühen Gottes um die Rettung eines jeden Menschen, doch einen Tag geben, auf den die Menschen nicht vorbereitet sein werden? Jesus hat in seinem Evangelium, seiner Endzeitrede davon gesprochen, dass der Tag kommen wird über diese Welt wie ein Dieb in der Nacht. Aber das wird offensichtlich nur deshalb der Fall sein, weil sich die Menschen wohl nicht warnen werden lassen. In Matthäus 24 sagt Jesus deshalb, wenn wir dort diese Geschichte weiterlesen, in Matthäus 24, wo er diese Endzeit vergleicht mit der Zeit des Endes, also mit der Zeit des Sintflut, da heißt es, sie achteten es nicht, im Vers 39, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein, das Kommen des Menschensohnes. Eine Tragik. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen und die andere wird verworfen werden. Und das, lasst es mich noch einmal sagen, trotzdem, dass Gott den Propheten Elia in diese Welt senden wird, der eigentlich dazu dienen sollte, dass gerade das, was wir hier gelesen haben, dass das nicht geschieht. Dass nicht nur die einen angenommen werden und die anderen verworfen, sondern dass alle angenommen werden, weil Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Das ist das Ziel, das Gott hat. Und deshalb sagt dann Jesus, weil er aber wusste, dass offensichtlich da etwas schieflaufen wird, dass da etwas scheitern wird in seiner Absicht, die er haben wird, sagt er, darum wachet im Vers 42, denn ihr wisset nicht, welcher Tag euer Herr kommen wird. Das ist ein Aufruf, der zunächst einmal an das Volk Gottes geht, an jeden gläubigen Menschen, an jeden Nachfolger Jesu. Und zu denen wollen wir uns zählen, auch weiterhin, wenn wir unser Studium machen, wollen wir wachsam sein. Und ich bitte Gott, dass auch dieses Studium über diesen Propheten Elia, über diese Prophezeiung aus diesem Alten Testament uns in unserer Wachsamkeit helfen kann, dass wir gestärkt werden, dass wir die Bibel dadurch noch besser verstehen lernen, dass wir den Plan Gottes noch besser verstehen lernen, den er hat, und auch lernen, warum oft und oft in der Geschichte der Plan Gottes und auch die Absicht Gottes, Menschen zu retten, immer wieder gescheitert ist. Und aus den Erfahrungen der Vergangenheit sollte nicht nur die Welt lernen, sondern aus dieser Erfahrung der Vergangenheit, aus dieser Dramatik, sollten wir auch selbst als gläubige Menschen lernen. Möge Gott uns helfen, dass wir mit diesem Einstieg in dieses Thema vielleicht die Dringlichkeit verstanden haben, warum es notwendig ist, diese Prophetie wirklich näher sich anzuschauen und zu erkennen, was darin auch für unser persönliches Leben abzuleiten ist. Und wie wir unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auch in dieser letzten Zeit recht erfüllen können und wovor wir gewarnt sein wollen und wozu wir uns dann auch ermutigen lassen wollen. Gott helfe uns darin, und wir wollen das nächste Mal in diesem Thema fortfahren und Schritt für Schritt diese Prophezeiung zu entschlüsseln im Gesamtzusammenhang mit all dem, was wir über das Erlösungshandeln Gottes im Alten und im Neuen Testament bis zum Ende hin finden werden. Gott helfe uns, und ich lade euch ein, dass wir noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese Zeit, die wir jetzt wieder miteinander verbringen konnten. Du hast uns ein ernstes Wort vor Augen gestellt. Wir leben in einer Welt, wo wir von Tod und Zerstörung
jeden Tag hören, wo immer mehr gezeigt wird, dass die Welt einer Zeit entgegengeht, die hoffnungslos aussieht und wo wir uns manchmal fragen, wie lange soll es noch dauern? Wie viele Menschen müssen noch von einer Stunde, von einer Minute auf die andere ihr Leben verlieren? Wie lange hältst du auch selbst dieses Elend in dieser Welt noch aus? Wie lange lässt du das noch geschehen? Du hast uns dein prophetisches Wort gegeben und du hast uns auch Warnungen gegeben, die uns zeigen sollen, in welcher Zeit wir leben und was du letztendlich für einen Plan hast, um diese Welt zum Abschluss zu bringen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, durch dieses Studium diesen Plan besser verstehen zu können und auch dein Handeln in der Geschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft noch besser zu verstehen. Begleite uns darin, vergib uns auch, wo wir manchmal in unserem eigenen Glaubensleben zu kurz kommen, wo wir das, was du von uns erwartest, nicht wirklich leben und erfüllen. Nimm uns aber trotzdem in deiner Gnade an und lass uns auch weiterhin dein Wort mehr und mehr in unser Leben aufnehmen, dadurch verwandelt werden und auch für andere Menschen zum Segen sein. In diesem Sinne begleite uns auch durch diese Nacht jetzt und durch diese weiteren Abende, zu denen du uns eingeladen hast, dabei zu sein. Hab Lob und Dank für diese Möglichkeit, die du uns schenkst. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit sind wir ans Ende unserer ersten etwas holprigen Einstiegs gekommen am Anfang, aber wir hoffen, wir können das Problem mit den Aufnahmen dann noch lösen bis zur nächsten Woche. Wir werden sehen, was wir machen können. Ansonsten werden die Aufnahmen trotzdem zur Verfügung stehen. Wir werden sie über den anderen Weg aufnehmen. Okay, Jürgen hat schon die Information gegeben und ich denke, wir werden das irgendwie dann weiter verfolgen können. Ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, es ist ein Ansporn, dass wir wieder neu in unser Studium der Bibel gehen nach der Ferienzeit und dass wir manche Anstöße bekommen, dass wir unser Wort, das uns Gott gegeben hat, auch für diese letzte Zeit, uns näher und näher anschauen und unser Leben orientieren. Gott helfe uns und segne euch weiterhin und ich verabschiede mich, wünsche euch Gottes Segen. Wenn Fragen da sind, ja, stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr könnt sie mir auch per E-Mail zusenden, Anregungen für irgendwelche Gedanken, die euch selber kommen und zum nächsten Mal dann sehen wir uns wieder. Gott segne euch. Amen.